Das ist ein Startpunkt. Das können wir loslegen. Musst du starten. Hey, Hensi, dann du musst jetzt erstmal anfangen mit. Hensi vor allen Dingen. Hallo, hey. Du bist aber süß. Möchtest du bitte gesiezt werden? Du kannst anfangen mit gelassen jetzt, als Opener. Das spiel ich einfach los. Ja, du spielst einfach los, also, mit gelassen. Du sagst nichts, irgendwie, ich bin froh, dass ich heute. Nee, erstmal hast du gelassen zum Reinkommen und dann. Okay. Komm, nimm mich mit auf deinem Weg. Zeig mir, wie Leben geht, ja, ja. Komm, nimm mich mit auf deinem zweifellosen Weg. Deine Wege sind dein Ziel und was du willst, ist ziemlich viel. Um dabei genau zu sein, weniger als Glück sollte es nicht sein. Deine Sonne wirft ein Licht, in dem sich jeder Schatten bricht. Deine Wahrheit klar und rein, schlägt jede Lüge klein. Komm, nimm mich mit auf deinem Weg. Zeig mir, wie Leben geht, ja, ja. Komm, nimm mich mit auf deinem zweifellosen Weg. Deine Welt ist wild und schön, von jedem Zweifel übersehen, und jede Wut erstickt im Keim, schließen helles Lachen ein, und deine Zukunft ungewiss, wie es auch die meine ist, doch Leben kommt von lebenswert. Und du genießt es unbeschwert. Komm, nimm mich mit auf deinem Weg. Zeig mir, wie Leben geht, ja, ja. Komm, nimm mich mit auf deinem zweifellosen Weg. Seh, ja, ja, ja. Seh, ja, 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 ja. Feier, ja, ja. Deine Zuversicht steckt an, ich vergesse irgendwann das hässliche Gesicht der Zeit. Aus Abgier, Hass und Neid, ich lerne Gutes zu verstehen, lauter als lachend untergehen. Komm ich doch mal aus dem Tritt, dann bitte ich dich. Komm, nimm mich mit auf deinem Weg. Zeig mir, wie Leben geht, ja, ja. Komm, nimm mich mit auf deinem zweifellosen Weg. Komm, nimm mich mit auf deinem Weg. Zeig mir, wie Leben geht, ja, ja. Komm, nimm mich mit auf deinem zweifellosen Weg. Seh, ja, ja, ja. Seh, ja, 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 ja. Feier, ja, ja. Feier, ja, 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 ja. Komm, nimm mich mit auf deinem Weg. Mir wie Leben geht, komm, nimm mich mit auf deinen zweifellosen Weg. Da war er. Applaus. Da war er. Hallo, Herr Hinz. Hallo, Herr Hinze. Kannst du vielleicht ganz kurz sagen, wo wir uns hier befinden und grob kurz, was du machst? Ja, wo befinden wir uns? Wir befinden uns am Rand von Bergen, Ortsteil von Bergen, am kleinen Jasmunder Bonn, in Streu. Und wir leben hier
als Familie, wir arbeiten hier als Familie. Das heißt, meine Frau ist Tätowiererin am Tätowierladen. Ich mache Musik, wir betreiben zusammen ein bisschen Landwirtschaft, Selbstversorgungshof. Haben eine leibliche Tochter, einen Pflegesohn. Machen ab und zu nochmal Notpflege für Kinder, die halt bei ihren Eltern nicht bleiben können aus irgendwelchen Gründen. Ja, und versuchen hier uns ein Leben aufzubauen oder ein Leben zu leben, mit dem wir zufrieden und glücklich sind. Mhm. Das habe ich schön gesagt, ne? Hast du schön gesagt. Da bleibt nämlich die Spucke weg. Da bleibt dann die Spucke weg. Ich weiß. Deine musikalische Phase, Schaffenskraft, die kurz in einem Abriss. Du bist ja, wie wir gerade gehört haben, ein Gesangsmensch. Ja, genau. Und spielst in deiner Formation als Friedemann schönes Lied gut. Und anschließend die nächste Frage, wie war der Sommer für dich? Der Sommer für mich als Musiker. Und das Jahr vielleicht als auch. Als Mensch und das Jahr. Ja, ich weiß nicht, wir sind keine Leute, die sich offen hinstellen und jammern. Das mache ich manchmal, wenn ich da in meinem Bettchen liege mit meiner Frau abends, dann weine ich und habe Existenzängste, die ich definitiv habe. Da haben wir auch alle Berechtigung zu, weil wir als Musiker und Tätowierer doppelt und dreifach betroffen sind. Aber ansonsten haben wir viel Musik gemacht, haben mit der Familie viel gemacht. Wir hatten viel Zeit füreinander, das darf man auch nicht vergessen, auch für die Kinder mehr Zeit. Dieses ganze Homeschooling-Gedöns hat uns auch mehr zusammengebracht. Also ich weiß jetzt auf jeden Fall, was ich mit den Kindern kann und nicht kann. Und aber wir gucken optimistisch nach vorne. Das wird immer weitergehen. Es gab immer Krisen, es gab immer Theater in der Menschheitsgeschichte. Da muss man die Banken zusammenpressen und einfach nach vorne schauen, Ideen, Formate entwickeln und auch ein bisschen hoffen. Gegenwart. Gegenwart. Ich spiele ein Lied dazu. Zur Gegenwart der Vergangenheit. Ja, ist ein Lied von der neuen Klade. Wie gesagt, ich mache relativ viel immer, bringe immer relativ viel auch raus. Neue Platte auch gemacht und vielleicht ist es auch so ein bisschen Song, der in die Zeit passt. Schloss, etagenweit hoch, war Endgültigkeit zu verspüren. Winter, die Scheiben tut weh, nichts gab es daran zu rühren. Schritt um Schritt führte geschwind der Pfad von hier weg, einfach nur fort, zwischen den Mauern, Fenstern und Türen blieb ein verlassener Ort. Wo magst du wohl sein? Bist du befreit oder einfach nur weiter umgeben vom Auf der Flucht sein in Ewigkeit der bitteren Süße des Suchens ergeben? Wo magst du wohl sein? Und hat sie dich gefunden? Die Zeit, die die Wunden heilt. Laufen und laufen und bloß nicht verschnaufen, nur weg, einfach weg aus dem toten Revier. Je länger, je weiter, je schneller, je lieber die Welt, sie ist rund, man ist schnell wieder hier und so lebt in dem Raum nebenan. Jetzt wieder, was damals begann, wächst und wird groß, treibt dich aus der Tür nur weit, weit weg von dir. Wo magst du sein und bist du befreit oder einfach nur weiter umgeben vom Auf der Flucht sein in Ewigkeit der bitteren Süße des Suchens ergeben? Wo magst du wohl sein und hat sie dich gefunden? Die Zeit, die die Wunden heilt oder neue aufreißt, denn bist du getrieben, gibt es keinen Frieden, weil Menschen wie uns nur ein auf der Flucht sein bleibt.
wo magst du wohl sein und bist du befreit oder einfach nur weiter umgeben vom auf der Flucht sein in Ewigkeit der bitteren Süße des Suchens ergeben. Wo magst du wohl sein und hat sie dich gefunden, die Zeit, die die Wunden heilt. Da war er. Schön. Wenn dieses Jahr jetzt nicht so bescheiden gewesen wäre, wie es jetzt war, ja. Wie lebt es sich sonst grundsätzlich hier auf der Insel in Streu am Rande von Bergen? Lebt sich sehr gut. Ich finde das Jahr auch nicht so bescheiden. Also mir geht das Gemecke auch so ein bisschen auf den Keks und diese Negativität 2020, alles scheiße und... Das ist ja auch eine Ohrfeige so. Das ist eine kleine schallende Ohrfeige, die man so kriegt, klatsch an den Hinterkopf, wo die Natur mal sagt, Leute, so geht's nicht. Was ihr so verzapft, das funktioniert so nicht. Und so wie wir hier leben, wir sind viel draußen, wir haben Tiere, wir sind immer in Berührung mit der Natur. Merkst du die Veränderung? Du merkst die Klimaveränderung, du merkst, wie das ganze Natürliche, was uns umgibt, nicht mehr im Gleichgewicht ist. Und von daher würde ich sagen, ist 2020 für mich auch ein Warnschuss, hoffe für viele ein Warnschuss, dass wir Dinge verändern, Dinge einfach besser machen. Und das probieren wir hier vor Ort, in Streu, auf unserer kleinen Ranch, Kraft unserer Wassersuppe. Und damit fühlen wir uns sehr wohl. Mhm. Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Ich habe halt nur das Gefühl, dass wir hier, dadurch, dass wir in Streu oder auf der Insel leben, ja. So einen guten... Der globale Weitblick halt hier gar nicht so reinhaut in diese Inselstruktur, ne? Weil hier ist halt tatsächlich nicht so viel. Das macht doch für mich keinen Sinn. Also ich finde, das müssen wir uns auch angewöhnen, also vor unseren eigenen Türen auch zu kehren. Mhm. Also hier vor Ort die Dinge zu bewegen, vor Ort die Dinge zu gestalten, vor Ort regional zu kaufen. Das predigen wir den Leuten seit Jahren, das mache ich auf den Konzerten auch. Das ist wichtig, auch mal ohne nationalistisch zu sein und übers Ziel hinauszuschießen, einfach zu sagen, was haben wir? Wer sind wir? Wie können wir bestimmte Dinge bewahren und auch dazu einsetzen, dass die Welt rund läuft, als Ganzes so. Und von daher ist jede Entscheidung, die ich auch regional fälle, toucht doch immer die ganze Welt, glaube ich. Ne? Also das ist ein Fluss, der ist einfach zusammen, ob wir wollen oder nicht. Mhm. Ja, ich habe immer das Gefühl, dass wir hier so in so eine Art von Luxusstruktur halt tatsächlich auch leben, auch wenn das halt irgendwie anderorts in Ballungsräumen wie, weiß ich, Berlin, Hamburg irgendwie anders läuft, ja. Haben wir halt hier absoluten Luxus. Aber das haben wir uns auch so ausgesucht. Ich hatte jetzt im Laufe des letzten Jahres auch viele Freunde von uns, die in Großstädten wohnen, die von hier auch weggegangen sind und die sagten, ja, und euch geht's ja da oben so gut und die kriegt davon gar nichts ab. Aber ich sagte, stopp. Ihr seid aber auch dahin gezogen, weil ihr da mehr verdient, weil ihr mehr Kultur wolltet. Und wir sind einfach geblieben, weil wir auch damals schon gesagt haben, es muss doch jemand auch in der Provinz bleiben. Das muss ja auch weitergehen. Hier muss ja auch ein Leben geschaffen werden, Struktur. Das machst du, das mach ich, das machen alle, die hier anwesend sind. Halte ich für eine ganz wichtige Sache. Und im Moment fahren wir halt auch gut damit, weil wir halt auf dem Land leben, also nicht die Ballungsräume und so haben. Und halt aber auch zurückgekurbelt haben. Also wir verdienen bei Weitem nicht das, was die Leute in den großen Städten verdienen. Das muss ich euch nicht erzählen, das wisst ihr alle. Aber wir sind damit zufrieden. Wir haben gelernt, damit zufrieden zu sein. Auch mal zu sagen, jetzt ist der Sack voll. Jetzt ist auch mal genug. Jetzt reicht's. Finde ich. Mhm. Das ist auch ein wichtiger Ansatz, ne? Dass man auch mal wirklich genug hat. Mhm. Und wir als Familie, wie gesagt, Gesundheit ist uns wichtig. Familiäres Zusammenhalt ist uns wichtig. Freunde sind uns wichtig. Und dass die Welt sich einfach geschmeidig weiterdreht. Mhm. Auch für die nachfolgenden Generationen. Und dafür muss man halt jetzt, das ist die Verpflichtung meiner Generation, ein bisschen reinhauen. Mhm. Gab es bei dir auch so mal ein Gefühl, also wenn ich mich so an meine Studienzeit zurückbesinne und weiß, wie einladend die Welt doch da draußen ist, ne? Weiß ich, irgendwelche Großstädte, ne? Kultur, du hast halt Partyszene und kannst halt machen, was du willst und bist halt jung und kannst dir die Hörner abstoßen und dann entscheidest du dich dann doch hier zu bleiben oder zu gehen? Standest du vor auch irgendwann mal? Du bist ja auch hier auch eine Art Insellandvogt mit, also so wie wir fast alle hier jetzt sitzen. Ja. So. Hattest du auch mal das Gefühl, weggehen zu wollen, zu müssen, zu dürfen? Nee, wir hatten ja vorhin bei dem Vorgespräch, habe ich auch schon gesagt, also da antworte ich nur, wohin? Also wo soll ich hin? Also keine Ahnung, wo soll der Platz sein?
Also mir gefällt das hier, ich liebe meine Heimat, ich liebe die Insel, ich mag das alles hier drumherum, mir reicht das. Mhm. Ich habe Wasser, ich habe Berge, ich kann wandern gehen. Mir geht's super. Das ist meine Lebensentscheidung, die meiner Frau, wir reisen auch nicht. Also wir sind auch in den letzten 22, 23 Jahren, waren wir nie im Ausland irgendwo. Wir wandern hier einfach immer die Insel ab. Und die Kinder maulen manchmal sagen, wir wollen mal losfahren. Ich sage, Leute, ihr habt hier alles. Mhm. Ne, warum wollen wir uns jetzt hier stressen, mit dem Flugzeug irgendwo hindallern, was wahnsinnig Geld kostet, die Luft verpestet. Ich habe hier mein Reich und ich bin hier auch wahnsinnig glücklich und meine kleine Gang auch. Ja, das Gefühl habe ich tatsächlich auch. Jo. Ja. Habe ich aber auch schon immer gehabt. Also auch als die Zeiten waren, als alle weg wollten, konnte ich mir nicht vorstellen. Ich wusste gar nicht, wohin. Also hat mir nicht gefallen. Berlin ist laut, Hamburg ist laut, Frankfurt am Main ist laut. Wir waren mit der Band ja auch im Ausland, Polen, Tschechien, Österreich, Schweiz, Kuba, Skandinavien. Ja, schön. Freue mich, dass den Leuten da gut geht und dass sie auch was Schönes haben. Und dann fahre ich wieder nach Hause und habe auch was Schönes und dann bleibe ich da. Und das ist auch nicht besser als alles andere. Du stellst halt auch nicht über die anderen Dinge. Aber es ist für mich, es ist schön und reicht mir völlig aus. Hier sterbe ich auch irgendwann, das wird so kommen. Und dann hat sich der Kreis geschlossen. Also das ist auch für mich schon relativ klar. Ist so, ne? Ja, ist so. Reicht auch aus, ist gut. Ja, finde ich auch. Haben und brauchen. Haben und brauchen, genau. Raste da ja ein bisschen ein, ne? Einfach sich mal die Frage zu stellen. Vor dem nächsten großen Kauf, vor der nächsten großen Anschaffung, ob das jetzt sein muss. Hab den Morgen gehabt, sah die Sonne so rot, in den Bergen stieg Nebel auf. Und das Glück neben mir und die Wärme in uns wohlfühlend in der eigenen Haut. Und ich brauchte nicht mehr, war doch alles schon hier. Kein Verlangen nach aber und könnte vielleicht. Und die Hände voll Gold. Das Lachen im Herzen, das behalte ich für immer. Das bleibt, wenn du hast, was du brauchst, was fehlt dir? Wenn du hast, was du brauchst, was fehlt dir? Den Abend gehabt, das Sein nach dem Tag, Stille und Frieden zogen ein. Was ich wollte, war hier, ist länger geblieben, von Erinnerungen noch völlig frei. Und ich brauchte nicht mehr. Der Moment war perfekt, war König und Bauer zugleich. Ohne Besitz, doch mit allem gesegnet, das behalte ich für immer. Das bleibt, wenn du hast, was du brauchst. Was fehlt dir, wenn du hast, was du brauchst, was fehlt dir? Kommt die Unruhe jemals zurück? Unvorstellbar wie der Jäger zu sein. Auf der Suche nach Glück oder dem, was wir dafür halten,
Ich wünschte, ich könnte mich davon befreien. Wenn du hast, was du brauchst, was fehlt dir? Wenn du hast, was du brauchst, was fehlt dir? Wenn ich habe, was ich brauche, was fehlt mir? Wenn ihr habt, was ihr braucht, was fehlt euch? Entscheidende Frage, glaube ich, ne? So für die Gesellschaft so im Moment, an dem Punkt, an dem wir stehen, ist das, glaube ich, eine ganz entscheidende Frage, auf die wir eine gesamtgesellschaftliche Antwort mal finden sollten, und zwar Flooding. Oma würde sagen Flooding. Floripolori. Auf jeden Fall. Ja, ich mag den Titel auch sehr gerne. Das ist ganz wenig und ist einfach Quintessenz. So, als ich damals geschrieben habe, habe ich mir auch wirklich die Frage gestellt, weil man auch dazu neigt, ne, brauchst du die 10, 20 Platten noch? Brauchst du, ihr seht ja die ganzen Gitarren, braucht man die 20, 30 Gitarren? Braucht man es nicht? Keine Ahnung. Na, obwohl, bei Schallplatten, finde ich, scheiden sich die Geister. Scheiden sich die Geister, finde ich auch. Aber man hat aber ja auch viele so im Regal, die man eigentlich nicht bräuchte. Also darum geht es ja einfach auch. Ja, das, was man wirklich gar nicht eigentlich braucht, das so ein bisschen zu reduzieren und dadurch vielleicht auch ich sage immer den Menschen, also eine Konsumentscheidung zu treffen. Also viele sagen ja immer, naja, ich habe keine Macht, ich kann nicht eingreifen in den Zyklus. Doch, kannst du. Du bist ein Konsument und du kannst mit deiner bewussten Konsumentscheidung eingreifen und Dinge regulieren und Leute überzeugen, das genauso zu machen. Und damit hat man eine eindeutige Macht. Also, finde ich. Ja, finde ich auch. Du hast Anfang des Jahres einen Podcast angefangen, wovon wir träumen. Ja. Untertitel Gespräche über die Haltung zum Leben. Genau. 4 hast du bisweilen abgedreht. 15. 4 sind erst rausgekommen. Na, also abgedreht im Sinne dass die jetzt ausgestrahlt worden sind. Fehlt dir noch irgendein Gast? Hast du noch, oder was war die Motivation dahinter? Erste Frage. Motivation ist, dass man versucht, mal Leuten zuzuhören, die nicht derselben politischen Meinung aus sind, die einen komplett anderen Lebensentwurf haben, aber die einfach Lust auf das Leben haben und Bock auch haben, was für die Gemeinschaft auch zu tun, für die Gesellschaft mal einen reinzuhauen. Und da möchte ich keine Musiker, keine Schauspieler, keine Stars, keine Politiker aus der ersten Reihe haben, sondern Menschen, die mich umgeben, die ich auch gar nicht gut kenne vielleicht. Freunde sind natürlich auch dabei, aber auch eine ganze Menge, die ich überhaupt nicht kenne, zu denen ich noch nie Kontakt hatte. Mhm. Und wo man dann plötzlich sagt, wow, also der Horizont geht auf. Es gibt so viele, und das ist halt auch meine Meinung zur Zeit, es gibt mehr Menschen, die Kluges tun, Kluges denken und sozialer handeln, als wir alle glauben. Ich bin überzeugt, dass es ein Gros der Gesellschaft ist, auch wenn sich das im Moment scheinbar anders darstellt. Und diese zu sammeln und diesen ein Gehör zu geben, dass Leute wirklich zuhören und sagen, Mensch, ich bin nicht allein, das ist geil, was eine coole Idee. Das ist der einzige Sinn dahinter. Also hat das deine Denkstruktur auch weit geöffnet? Ja, auf jeden Fall, alles, was ich tue. Mhm. Na, also mit anderen Leuten Musik machen, anderen Leuten zuzuhören, andere Lebensentwürfe sich anzugucken. Und das fällt mir mit 45 auch schwerer. Ne? Mich mit den Kids, mit meinen Kindern hinzusetzen und sagen, ey, was hört ihr für Musik? Und dann höre ich dann denke, oh Gott! Aber einfach das trotzdem aufzumachen und zu sagen, ich höre jetzt zu, dann sage ich vielleicht, passt nicht unbedingt in mein Ding, aber ich akzeptiere das. Und je älter man wird, desto verbohrter wird man. Und es ist auch meine Verpflichtung, finde ich, da offen zu bleiben und voranzugehen, andere mitzureisen, einfach auch offen zu sein. Mhm. Ne, für die jungen Leute zum Beispiel diese Friday for Futures Bewegung, finde ich, kriegt wahrscheinlich gleich Steine an den Kopf geschmissen, eine ganz wesentliche, elementare Bewegung junger Leute, die in einer höflichen Art und Weise uns darauf hinweisen, dass hier einiges schiefläuft. Überspitzt, aber überspitzen dürfen Jugendliche. Da höre ich zu und probiere es besser zu machen, weil ich das wichtig finde. Und füreinander ein Ohr zu haben, einander zuzuhören, das soll auch dieser Podcast ermöglichen. Mhm. Den ziehst du dann noch weiter durch dieses Jahr oder gibt es ein Ende in Sicht? Ja, wir machen jetzt, Freitag drehe ich jetzt noch eine Folge mit jemandem sehr Interessanten aus der Wirtschaft. Da muss man auch mal hören, was gibt es für Konzepte, was sind da für Ideen vorhanden. Lokalpolitiker habe ich jetzt auch noch mal am Start. Warum macht man Lokalpolitik? Also warum? Will man wirklich nur Geld verdienen und seinen Betrieb nach vorne schieben oder sagt man vielleicht, ich liebe diese Region, ich liebe diesen Landstrich, ich liebe die Leute, ich will hier irgendwas machen, ich will was verändern. Und auch wenn das vielleicht in meinem
Bereich in meinem Kopf nicht stattfindet, dass man sowas bewegen kann, muss man ja mal zuhören. Und ich glaube, da gibt es schon Einblicke, die auch mich etwas lehren lehren. War bisher auf jeden Fall bei jedem Podcast so. Das glaube ich. Oft erstaunt. Und bewegt auch, muss ich wirklich sagen. Also ich habe mich oft sehr gefreut. Manchmal war ich auch traurig, aber meistens habe ich gedacht, ah, cool, bist nicht allein, fetzt. Na, geil. Ja, finde ich auch. Ja, dann in euer Ohr. In euer Ohr, genau, passt ja auch, ne? Als wenn es geplant wäre. Ja, ich habe halt nicht so doll geübt. Björn hat mich heute mit einer Liedliste überfahren und dann musste ich mir erstmal vorhin sortieren. Alles neu. Es geht ja um das Dabeisein, das alles war, das ist der olympische Gedanke, ja. Immer. Ich leg mein Wort in euer Ohr und ich wünschte mir, dass es Teil von euch selbst wird. Ich leg mein Wort in euer Ohr und ich wünschte mir, dass ihr es lebt. Alles zu ändern liegt nicht in meiner Kraft, doch euch zu bewegen. Ich kann den Stein nicht rollen, den kein Einzelner schafft, doch der Gemeinschaft zu reden, sich zu erheben, kann der Mut sein, der Schritt zur Tat. Vielleicht ein Segen oder Träger der Last, gebt mir die Chance einzutreten, ich wär gern euer Gast. Wer gern bei euch zu Gast? Ich leg mein Wort in euer Ohr und ich wünschte mir, dass es Teil von euch selbst wird. Ich leg mein Wort in euer Ohr und ich wünschte mir, dass ihr es lebt. Zu verstehen, die Zeit, in der wir leben, kostet mich Kraft. Nicht zu zerbrechen, trotzdem zu lächeln, macht mich müde und schwach. Könnt ihr nicht ein Freund sein, der aus Tränen Lachen macht, Zuversicht schafft? Ihr könnt gerne eintreten, seid bei mir zu Gast. Seid bei uns zu Gast. Sich zu begegnen, sich zu erleben, heißt auch ein Stück des Weges gemeinsam zu gehen. Wo Angst ist und auch Zweifel, hilft es, die Schultern eines anderen zu spüren. Sich zu begegnen, sich zu erleben, heißt auch ein Stück des Weges gemeinsam zu gehen. Wo Angst ist und auch Zweifel, hilft es, die Schultern einer anderen zu spüren. Ich leg mein Wort in euer Ohr und ich wünschte mir, dass es Teil von euch selbst wird. Ich leg mein Wort in euer Ohr und ich wünschte mir, dass ihr es euch zumindest mal anhört, darüber nachdenkt und ein bisschen überlegt. So ist er, ne? Mhm. So ist das. Was wir jetzt gerade von dir hören, ist ja die Formation Friedemann. Genau. Als Friedemann. Als Friedemann, der Friedemann als Friedemann. Dann gibt es ja noch die Raketen-Lokomotiven-Gruppe Chor. Ja, genau, die gibt es auch noch. Die ist ja auch mit dir beseelt als Frontmann. Ja. Und ja, für viele, die das nicht kennen, Chor ist, kannst du es kurz umschreiben, was Chor macht? Also ich kann es immer als Lokomotive beschreiben, weil... Ja, du rumst, ne? Also wie gesagt, das ist jetzt... Ist halt kräftig. Im Endeffekt ist es vom Ansatz dasselbe, was ich hier präsentiere. Das musikalische Gewand ist halt anders. Es ist ein bisschen heftiger, ein bisschen gewaltiger. Es ist halt eine Band mit Gitarren, Bass und laut und feuerfrei, Energie, Umsatz, Lokomotive vielleicht. Mhm. Genau, ja. Brauche ich, mache ich, finde ich gut. Mhm. Wenn du
Nee, nicht wenn du entscheiden, ohne, nee, entscheiden, Quatsch. Ohne was könntest du nicht leben oder was, auf was könntest du, kannst du auf irgendwas verzichten, wenn du verzichten müsstest? Musikalisch. Ja, also jetzt, wenn du dich entscheiden müsstest, Friedemann ja, oder Chor? Ich sag, wenn ich jetzt mir das Gitarrespiel nicht reingezogen hätte, hätte ich das da wahrscheinlich dann bei Chor umgesetzt. So. Dann gibt es halt wieder Leute, die sagen, oh, das wollen wir aber nicht, das muss ja nur ballern. Das ist immer ein bisschen schwierig. So haben es einfach voneinander abgekoppelt. Einfach auch, es geht bei beiden Projekten um die Message. Und ich habe halt gemerkt, dass man mit einem ruhigen Ton halt auch wichtige Sachen sagen kann und dass oftmals mehr Leute zuhören. Das ist, als wenn du in der Klasse stehst, die Kinder schreien und brüllen alle rum und die Lehrerin senkt ihre Stimme. Das tut sie, weil sie klug ist, weil alle sagen, guck mal, die ist ganz leise. Alter Pädagogentrick. Und das merke ich ja bei der Akustik auch. Ich erreiche halt Menschen, die kommen normalerweise nicht zu Chor, weil das zu tätowiert, zu laut und zu gewalttätig ist, was es ja gar nicht ist, aber weil es so rüberkommt. Und die kommen zur Akustikmusik. Und ich habe in Städten gespielt, zum Beispiel im tiefsten Bayern, wo der CSU-Stadtrat da war. Danach haben wir lange darüber geredet, also wie diese Flüchtlingsgeschichte zu bewältigen ist. Und er hatte mega geile Ansätze, muss ich ehrlich sagen. Und das hat, was ich vorhin schon sagte, mir auch so den Horizont geöffnet, durch diesen Schritt solche leise Musik auch zu machen. Und in Bayern andere Leute ranzuziehen, die auch nochmal genauso denken. Und dann habe ich gemerkt, dass ich mit dem CSU-Mann total gar nicht so weit auseinander lag. Also es hat mich gewundert und auch wieder vieles gelehrt. Und da wart ihr als Chor oder als Friedemann? Als Friedemann. Als Friedemann. Ne? Ja, okay. Und da komme ich halt so zu Leuten, die halt musikalisch nicht mit mir auf einer Welle sind, mit Chor, aber mit der Akustik und aber vom Gedankengebäude her ähnlich gestrickt sind. Und das ist schön. Da freue ich mich. Mhm. Also die Frage, die ich jetzt gestellt habe, ohne was du nicht leben könntest, ist eigentlich so aufgebröselt. Ohne Musik kann ich auch nicht leben. Also das ist Quatsch. Das ist, aber jeder hat ja so irgendeine Leidenschaft. Und das ist meine Leidenschaft. Da habe ich mich auch drauf eingefahren, das muss man ja auch sagen. Und ich hatte mal so Wutzeiten, ich habe mir mal einen Finger auch abgerissen, dann konnte ich keine richtige Musik machen, da war ich bockig, ich habe gesagt, schmeiß die ganze Scheiße hin. Das hält man dann einen Monat durch. Mhm. Also wenn überhaupt, also eine Woche bin ich manchmal bockig oder zwei, weil es dann auch nicht weitergeht, man lernt nichts Neues, denn na, wie in jedem anderen Ding. Und dann ist man traurig und wütend und denkt, es ist alles scheiße, aber das halte ich nicht lange aus und ich möchte grundsätzlich ohne Musik nicht so richtig leben. Für mein Leben ist das wichtig. Mhm. Für mein Gefühl, ich kann ja mal kurz sagen, für mein Gefühl wäre es so, dass eins das andere tatsächlich auch bedingt. Ja. Also Friedemann und Chor oder Chor. Ja, jeder hat zwei Friedemann. Seiten. Mich hat ja, das verwundert, dann kamen die Leute an und haben gesagt, ja, und das ist ja so unterschiedlich. Und da habe ich mir gedacht, was denken die Leute von einem, dass man den ganzen Tag zu Hause schreiend rumspringt, weil man so viel Wut hat? Kann man nicht machen, ist man erschöpft nach einer Stunde. Man hat ja immer schon, also ich habe ja immer schon zwei Seiten und ich habe immer schon mehr Musik gehört als nur Krawallmusik. Also ich habe schon immer, meine Eltern haben Beatles, Stones gehört, Lindenberg, Westernhagen, Grönemeyer, Hannes Wader, den ganzen Krempel. Das hat mich immer schon begleitet. Die Platten habe ich unten stehen, die stehen neben Creator, Sodom, Sepultura, Napalm Death. Das war mir schon immer wurscht. Das ist für mich, also in mir drin war es schon immer. Ich wusste nur nicht, wie ich es rauskriegen sollte. Weil die Beine zu doll zu war und irgendwann hat man dann Altersweisheit und dann ist man ein bisschen geschmeidiger und dann kann man bestimmte Sachen einfach besser machen. Mhm. Glaube ich. Ja, die Frage, die ich jetzt noch stelle, die hätte jetzt eigentlich noch ein Anschluss sein können auf die vorherige Frage, aber komme jetzt nicht rein. Deswegen die Frage, ob das auf der Insel, in der wir kleingeballt leben, noch andere kreative Beziehungen gibt zu Künstlern, die du erschöpfst oder nicht erschöpfst? Oder? Ja, also wie gesagt, mal davon abgesehen, dass jetzt auch die Bandbesetzung von Chor oder alles Inseljungs sind, habe ich jetzt angefangen, aufgrund dieser Corona-Geschichte was Positives rauszuziehen, ist ja auf dem Lagrange-Gelände dieses Kassette-Mix-Studio, lustig, dass sich das auch hier so überschneidet, einfach mal überlegt, ich wollte schon immer mal elektronische Musik mit meiner Musik verbinden, habe immer schon gern so Depeche Mode gehört und auch Shock Therapy, Ministry, diese ganzen härteren Mixe mit elektronischen Musik und bin da jetzt vor zwei Wochen in eine komplett andere Welt eingetaucht, also eine riesige Szene, wahnsinnig kreativ, aber komplett anders als das, was wir machen, aber trotzdem total gleich und ja, da mit Danko werde ich auf jeden Fall ausbauen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und gucken, was da noch so kommt. Ne, vielleicht kommen irgendwann noch junge Leute, die noch was ganz anderes machen und noch Lust haben, mit mir irgendwas zu machen. Ich finde so Verbindung immer kreativ, weil kommt was komplett Neues bei raus und das ist ja schön. Das ist ja der Sinn auch von Musik und von Leben, dass man nach vorne guckt und was Neues zusammenbastelt. Mhm. Finde ich. Also
meine persönliche Meinung. Ja, es ist auf jeden Fall ganz schön, dass man auch musikalisch auf der Insel tatsächlich netzwerken kann, ne? Also. Aber war schon immer, also mir fällt das halt immer auf, ich weiß nicht, wie es in anderen Musikbereichen ist, so Mecklenburg-Vorpommern an sich, in dem Musikbereich, in dem ich unterwegs bin, wahnsinnig viele Künstler, also ich sag mal so, nicht so viele wie in anderen Bundesländern, weil wir auch weniger Leute sind, aber in unserem Bereich alleine sind mit die größten Bands aus Deutschland, ne? Dritte Wahl, Feine Sahne, Fischfilet, die von hier oben einfach kommen und in die Welt rausgehen und ja, also da war schon immer lebendig, Mecklenburg-Vorpommern an sich und Rügen an sich, wie gesagt, wenig, aber qualitativ meistens ziemlich cool. Mhm. Nur die meisten vergessen immer, dass man da die zweite Luft so braucht und mal ein paar Jahre länger beibleiben muss, damit man mal rauskommt. Ja, das kommt ja alles später an, ne? Ja, ja. Das ist so ein bisschen. Aber ich fand es schon immer relativ kreativ. Für unseren kleinen Zirkel war das schon immer ganz cool. Mhm. Ja, dann Glück. Ja, letztes Lied. Letztes Möchtest Lied. Du mich noch was fragen? Nö, danach können wir noch mal kurz. Dann reden wir noch mal kurz. Warum ich Glück gespielt habe? Ja, aber ja. Kann man nochmal drüber reden. Ja, so ein schönes Lied, so ein kleines. Das ist so ein schmales Lied irgendwie, das habe ich mit Janko damals auch zusammengebastelt, in dem man einfach mal überlegt, also was denn am Ende so des Tages wichtig ist. So, ne? Und weiß ich nicht. Und da ist mir irgendwie aufgefallen, dass da Zufriedenheit ist. So anstrengend das ist so, ne? Abends kuschelt man sich in sein Bettchen und wenn man einen guten Tag hatte. Ich glaube, Glück hat er auch. Glück hat er auch mit dem Video auch irgendwie immens viele Leute erreicht, ne? War das? Ja, das hat viele Leute erreicht, obwohl der Regisseur das frei gemacht hat. Also ich hatte an dem, was er da ausdrückt, keinen Anteil. Das mache ich relativ häufig so. Das war noch die Aneinanderreihung von diesen Videoschnipseln, ne? Nee, Glück ist dieses mit den Eltern, die das Kind kriegen, was wenige Tage später gestorben ist. Ah ja, alles klar, okay. So. Und das finde ich wahnsinnig. Also, wenn so ein Lied, was du dir erdenkst, dann alleine. Also ich verselbstständige das wie ein Kind, das galoppiert dann plötzlich los und jeder interpretiert was anderes rein und das ist gut. So viele Schritte, endlose Wege, um das zu suchen, was zu finden nicht lohnt. Die Rituale immer ertragen, die man ertragen muss, um gut zu sein. Ob du gehst oder bei dir bleibst, liebst oder quälst, egal, am Ende muss Glück sein. Am Ende muss Glück sein. So viele Tränen von dir gegeben im tiefen Leid. Und in endloser Liebe auf schmalen Schultern Lasten getragen, viel zu schwer für die Stärksten der Welt. Doch dich trägt eine Gewissheit, alles kann werden und am Ende wird Glück sein. 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 Ja, ja. Am Ende wird Glück sein. Am Ende wird Glück sein. Simple Weisheiten aus Streu. Da ist der Lacher. Da ist der Lacher, der muss da sein. Ja, man muss bei dem ganzen Stress, das müssen wir auch so alle merken, auch bei diesem ganzen, was uns gerade umgibt, dieses Chaos, die Unsicherheit, die wir so alle verspülen und die uns auch Angst macht, zu Recht auch Angst macht, muss man lachen, sonst ist das Ding aus, ist der Ofen aus. Ich sehe die Welt nicht so schwarz, wie viele sie im Moment sehen.
Ich sehe die Welt immer noch rund, schön, wunderbar, ohne die Augen zu verschließen. Ich sehe sie formbar, ich sehe sie mit Möglichkeiten und ich glaube auch an die Kraft der Menschen, diese kurze Phase, das muss man sagen, zu überstehen und hoffentlich klüger daraus hervorzugehen. Tut mir leid. Also da bin ich auch nicht gespielt positiv, da bin ich in mir drin positiv gestimmt. Das ist eine Minderheit, die blöd ist, die gab es immer, die müssen wir als Demokraten und als Menschen ertragen. Und mit dem Rest müssen wir reden und ein gutes Gleichgewicht schaffen und geilen Scheiß machen. Fertig ist die Laube. Fertig ist die Laube. So einfach ist das in Mecklenburg-Vorpommern gesagt. Ja. Finde ich auch. Ja, auf jeden Fall schön, dass es geklappt hat. Ja, ich mache es total gerne. Aber ich habe auch Zeit. Ne? Ja, wir tatsächlich auch. Genau, ich lade euch jetzt auch schon Kaffee ein. Und dann gibt es noch eine kleine Stulle zum Mittag. Und dann freuen wir uns.